though I have a chip on my shoulder. Or is it something else? Jetzt kommen wir mal zum Thema allmähliche oder plötzliche Erleuchtung, das ich nicht erschöpfend behandeln kann natürlich. Aber ich werde mal zwei Beispiele rausgreifen für zwei Sichtweisen. Prinzipiell kann man sich ja vorstellen, dass es vier Möglichkeiten gibt, allmählich zu erwachen und allmählich zu kultivieren. Man spricht ja dann von der Phase danach auch noch mit in diesen Termini, also was passiert, ist es ein gradueller Weg hin zu einer Einsicht und danach auch eine graduelle Vertiefung und Praxis, oder ist es eine allmähliche Annäherung und dann ist aber plötzlich alles verwirklicht, oder ist es vielleicht eine plötzliche Einsicht, aber dann geht es allmählich und schrittweise in die Verwirklichung, in die Praxis, oder ist beides plötzlich da, Erkenntnis und dann bleibt der Zustand. Und wenn man manchen, sage ich jetzt mal, Vertretern aus der Dogenrichtung zuhört, zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal Muho, dann verstehe ich ihn so, dass es auch noch eine fünfte Position gibt, die sagt sozusagen weder noch, wenn man im Sazen eigentlich das Wesentliche verwirklicht, dann ist das weder allmählich noch spontan, wenn es gar nicht darum geht, zielgerichtet was zu erreichen, dann wäre das möglicherweise noch eine fünfte Ansicht. Aber ich beschäftige mich jetzt mal mit den anderen. Ich glaube, allmählich zu einer Einsicht zu kommen und allmählich Fortschritte zu machen im Leben, das ist das, was man am ehesten versteht. Das ist nichts Besonderes. So begreifen wahrscheinlich die meisten Menschen ihre Existenz. Ja, ich habe im Lauf meines Lebens eine gewisse Reife erlangt, bin zu gewissen Einsichten gekommen. Und wenn da jetzt mal welche von größerer Bedeutung waren, dann habe ich mich nach dieser Einsicht dann auch ja allmählich daran gewöhnt, die immer besser umzusetzen. Das wäre noch nichts Besonderes. Sagen wir mal das Gegenstück, dass man zack erwacht, wie man das auch aus vielen Zen-Geschichten kennt, aber dann quasi alles klar ist und so gewissermaßen bleibt, das scheint die idealste Vorstellung von dem Ganzen zu sein, aber auch die unwahrscheinlichste, denn man sieht ja ständig diese sogenannten Zen-Meister scheitern und man sieht ja an sich selbst, auch wenn man mal was Besonderes, also was ich ein Schlüsselerlebnis habe, gehabt hat, dann ja, ist im Lauf der Zeit vielleicht auch wieder so eine Art Gewöhnung an den Alltag da und das, was man da erkannt hat, ist gar nicht mehr so präsent. Man muss sich vielleicht dran erinnern. Oder sagen wir es anders, man sieht sich dauernd auch scheitern. Scheitern an was, wäre die Frage. Also wenn man das nicht besonders moralistisch sieht, könnte man dieses Scheitern auch gelassen nehmen, aber man würde nicht dazu neigen zu sagen, plötzliches Erwachen, plötzliche Kultivierung, plötzliche Verwirklichung, also damit ist die Sache geritzt, mit anderen Worten, Hauptsache, du bist erleuchtet. Aber es gab auch in der jüngeren Zeit Menschen, die das vehement vertreten haben,
Und in Korea ist es, verzeiht meine Aussprache, ein Mann, dem hier ein langer Eintrag bei Wiki auf Englisch gewidmet ist, Song Chol. Und dieser Mann, der gelebt hat zwischen 1912 und 1993, hat in Korea besonders hohes Ansehen genossen, weil er also als Eremit sehr lange sich der Meditation gewidmet hat. Und das ist so ein fast klassischer Fall, wie man sich kaum noch vorstellen kann im letzten Jahrhundert, ne, der dann auf die Suche nach Meistern geht, die ihm seine Erleuchtung bestätigen und keinen findet. Interessanterweise hat er aber die höchsten Ämter noch einnehmen können, obwohl er eigentlich gar nicht richtig in der Linie integriert war. Und er hat dann irgendwann auch angefangen, Lehrreden zu halten, Bücher zu schreiben, und das ist alles eingeschlagen. Ich gehe jetzt mal weg von dem Wiki-Artikel, den ich jetzt quer gelesen habe und der mir auch wie der von Thich Nhat Hanh so vorkommt, als wäre er von seinen Anhängern geschrieben. Das findet man leider bei Einträgen zu solchen buddhistischen Lehrern häufig, ne, dass die schon, wie man sagt, hagiografisch verfärbt sind, also beschönigt, legendenhaft. 10 Jahre als Einsiedler in Sungjinam. Dann wurde er zum höchsten Patriarchen des Jogje-Ordens. Mir stellt sich das, was sich da im koreanischen Buddhismus abspielt, oft seltsam dar. Und ich war mal zu Gast bei einer Veranstaltung, leider weiß ich es nicht mehr, wie der Mönch hieß. Und jetzt ist Professor Zaborowski, der mich da mitgenommen hat, gestorben. Es war ein hochrangiger koreanischer Mönch, hätte man es mir nicht gesagt, ich hätte es nicht gemerkt. Er hat sich vor allem mit Hilfsprojekten auch Namen gemacht. Aber was er da erzählte, also ich meine, wenn er keine Robe getragen hätte und die Koreaner da nicht so ehrfürchtig in dem Raum mit ihm umgegangen wären, hätte ich mal wieder nichts bemerkt. Ich bin ja auch offenbar da etwas tump. Oder vielleicht durchschaue ich die Sache auch ganz gut. Ich weiß es nicht. Das sollen andere beurteilen. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Song Chol dann kritisiert wurde von anderen, weil er, und das ist die Gefahr dieses Denkens, wenn man einmal diese große, tiefe Erleuchtung erfahren hat, dann hat man es eben, ne? Dann hat man die Weisheit mit Löffeln gefressen. Er hat sich also nicht geäußert zu Einschnitten in der koreanischen Geschichte, die er miterlebt hat, wenn es darum ging, etwas gegen Diktaturen zu sagen und die Unterdrückung und so weiter. Dann hat wohl seine Gelassenheit es ihm verboten, sich da zu äußern. Also entweder, was ich hier vermute, ist das dann bei vielen Leuten einfach eine Stilfrage, die gehen also in sich, das glaube ich wirklich, ne, und überlegen sich, das kann ich nicht machen, weil ich ja mein Image des Coolen, der von nichts tangiert wird, nicht verlassen kann. Und das ist eine ganz schöne Arbeit, ne, bis sie dann irgendwann drüber straucheln oder auch nicht. Oder sie sind tatsächlich so, das werden seine Anhänger von ihm sagen, den hat das einfach nicht mehr berührt. Und da würde ich natürlich auch behaupten, das ist ein fragwürdiger Weg, ne, wenn man sich nicht mehr für das interessiert, was um einen rum vorgeht, auf eine Weise, wo man sich dann auch sozial engagieren muss, wenn die Dinge, ja, die da laufen, gegen Menschenrechte verstoßen und so weiter. Also auch gegen buddhistische moralische Prinzipien, selbst wenn man die nicht in den Vordergrund stellen sollte. Aber das hat er ja durchaus intern gemacht. Er hat das Klosterleben zum einen wiederbelebt, aber als dann
durch historische Umstände dann eine gewisse Bewegung initiiert, die gleich wieder erstarb. Sogar mal gesagt, man müsse den ganzen Klosterbesitz verteilen an die Leute. Also da gab es solche Züge in ihm, die eigentlich sogar den Anschein erweckten, als sei er so ein sozial engagierter Mensch. Aber das alles war immer getrieben von seinem Verständnis der Religion. Diese Bewegung Bong Am Saa, die sollte dem Vinaya folgen. Außer buddhistischen Lehren keine persönlichen Ansichten oder Philosophien pflegen. Nicht, also alles, was da geschah, geschah auf der Grundlage der buddhistischen Schriften. Und zwar eine konservativen Deutung. Es sollte vor allem meditiert werden. Es sollte wie bei den Theravada-Mönchen nach Mittag nichts mehr gegessen werden. Aber eben auch, das ist interessant, überhaupt keine Unterstützung von Laien in Form von gekochten Mahlzeiten, Kleider, Spenden, Almosen und so weiter angenommen werden. Das war rigoros, also die Mönche sollten auch im Feld arbeiten. Noch mehr offenbar als ein Antaichi zum Beispiel, ne? Also eine interessante Figur. Und er hat sich gegen einen klassischen, ja eigentlich auch außerhalb der traditionellen Linien engagierten Koreaner, nämlich Chinul, gestellt. Der hat eben von einer allmählichen Kultivierung gesprochen. Der sah es so, dass man, das ist ja ein Thema, von dem ihr auch schon oft gehört habt, nach dem Erwachen eigentlich erst anfängt zu praktizieren. Nicht also. Hier gab es Konflikte innerhalb der koreanischen Tradition. Und das Problem habe ich jetzt aufgezeigt. Mehr könnt ihr dann noch in diesem Wiki-Eintrag finden. Das Gegenstück dazu, da müssen wir jetzt ein paar 100 Jahre zurückgehen, ist ein Mann, von dem ich ein Buch veröffentlicht habe, die Zen-Peitsche. Und das ist eigentlich so ein gutes Kompendium, anhand dessen man feststellen kann, wo auch Lehrer stehen. Also wenn man diesen Querschnitt buddhistischer Lehren, den er da zusammenstellt, sich reinpfeift, dann hat man eine relativ gute Vorstellung, worum es geht. Und kann dann mal gucken, mit diesem Rüstzeug, was der Lehrer, dem man begegnet, im Vergleich dazu so von sich gibt. So jedenfalls, heutzutage ist das etwas schwierig, ne? Aber so jedenfalls hat Yunji Chuhong damals dieses Buch, die Zen-Peitsche, angelegt gehabt. Er hat aber viel mehr geschrieben und Matthew Wilhite hat hier in einem Beitrag kritisiert, dass man sich viel zu wenig mit ihm beschäftigt, weil man überhaupt das Zen der Ming-Zeit, der Ming-Dynastie unterschätzt. Und eines seiner Werke ist ein Kommentar zum Brahmanet-Sutra. Ich habe dazu ja selbst ein gespaltenes Verhältnis, weil ich mal gesagt habe, man hat sich zu sehr auf diese umfangreichen und meines Erachtens zu komplizierten Gebote berufen im Zen, in der Zen-Tradition. Ich habe ja als Gegenstück mal das Srimala-Sutra mit einer einfacheren Version und, wie ich finde, pragmatischeren moralischen Regeln veröffentlicht. Das könnt ihr downloaden. Und der Yunji Chuhong, jetzt gehe ich hier auch mal meine Notizen durch, verfasste diesen Kommentar
mit Bezug auf Chuyis früheren aus der Tiantai-Schule. Dieser Chuyi hat ja auch das Zen beeinflusst. Im Blog gibt es, im Aso-Blog gibt es ein paar Texte von ihm. Chuhong, also dieser Yunji Chuhong, lehnte die Betonung der plötzlichen Erleuchtung und letztgültigen Wahrheit ab. Er favorisierte, was hier der Autor als Chan-Realismus bezeichnet, eine Verbindung von moralischem und politischem Realismus. Dazu muss man wissen, dass der Chuhong zunächst eine Karriere in der Regierungsbürokratie machte. Dann hat er in kurzer Zeit seine erste Frau, seinen Sohn, beide Eltern verloren und mit 32 als Mönch ordiniert. Aber auch für ihn gilt, und deshalb habe ich ihn jetzt mal diesem Song Chol gegenübergestellt, nicht nur, weil er eine ganz andere Einstellung zum plötzlichen Erwachen hat, sondern weil die beiden gemeinsam haben, dass sie keiner traditionellen Zen-Linie zuzuordnen sind. Lineage Unknown, Sifa Weixiang. So heißt das in der Chan-Geschichte. Deshalb fällt es manchen auch leicht, wenn ihr da mal drauf achtet, es sind immer wieder die, die sich aufregen, wenn jemand mal sagt, zeig doch mal deine Übertragungsdokumente, so wie ich, ne? Weil jemand behauptet, sie zu haben, aber nicht, weil er selbst darauf Wert legt. Und diese Leute regen sich dann über meine Forderung auf, wischen aber sofort irgendwelche Sutren, die als apokryphisch gelten, also nicht zum Kanon im engeren Sinn gehören, vom Tisch, oder auch Lehrer, die eben gar nicht zu offiziellen Zen-Linien gehören, die werden auch gern vernachlässigt, besonders wenn sie Dinge sagen, die einem gegen den Strich gehen. Also mir hat das, deshalb habe ich ihn auch verlegt, noch nie viel bedeutet. Ne? Ich sage auch, wenn man von dem von Urs Ab übersetzten Önmen und seine Linie behauptet, die gäbe es nicht mehr, sobald jemand seine Lehren annimmt, und dieses Buch ist eine meiner Hauptempfehlungen für die Zen-Lektüre, ne? Die Übersetzung von Urs Ab von Önmens Lehren, Umon auf Japanisch. Wenn ihr diese Lehren verinnerlicht und verwirklicht, dann lebt seine Linie wieder. Ne? Egal, ob das irgendwo in Japan verzeichnet ist oder nicht, und dann seid ihr seine Nachfolger. Also, Chuhongs Sichtweise sieht Lehren und Wahrheiten als eher provisorisch an. Und das heißt natürlich auch, dass der Einzelne dann auf einem graduellen Weg zur Erkenntnis geführt wird über solche Mittel. Die Gefahr, die er eben darin sah, das habe ich ja eben schon angesprochen, das ist durchaus richtig, ist, dass man, wenn man glaubte, so eine letztgültige Wahrheit erkannt zu haben, möglicherweise zum unmoralischen Verhalten tendiert. Dieser Song Chol hat es ja, indem er sich stark im Vinaya verankerte, versucht zu verhindern, aber ist meines Erachtens dran gescheitert, auf aktuelle ethische Probleme in seiner Gesellschaft, in seiner eigenen Biografie zu reagieren. So, hier wird noch kurz erwähnt, das ist auch interessant, dass dieser Ausdruck Zen sei eine Überlieferung oder Praxis außerhalb der Schriften zum ersten Mal im Vorwort von Yang Yi zum Qing de Chuan Denglu, also so einer klassischen Überlieferungssammlung, die es inzwischen auch übersetzt gibt, erwähnt wurde. Ich habe neulich mal in so einem
in so einer Facebook-Gruppe gesehen, dass jemand das Bodhidharma zugeordnet hat. Aber diese Ausdrucksweisen, Zen ist von meinem Herzen zu deinem Herzen, ne, und eine Übertragung außerhalb der Schriften und so weiter, diese Kennzeichen sind erst später formuliert worden. Nicht am Anfang der Chan-Geschichte in China. Ja, warum der Zhuhong auch einen schweren Stand hat, ist, er hat eben den Amida-Buddhismus, also die Rezitation vom Buddha-Namen mit eingebaut in seine Auffassung der Zen-Lehre. Und diese Rezitation als das effektivste Koan bezeichnet. Ja, interessant. Also über diesen Umweg kann man natürlich das gut rechtfertigen. Ne? Denn was kann eigentlich nicht zum Koan gemacht werden? Im Bereich der ultimativen Wahrheit gibt es keinen Gegensatz von Subjekt und Objekt. Es gibt kein Individuum, das tötet, und deshalb auch kein Individuum, das getötet wird. Es gibt nur Einheit und Gleichmut. Das hat Yunji Zhuhong, wenn er seine Moral entwickelt hat, hier sozusagen als sein eigener Gegner in die Diskussion mit eingebaut. Er hat versucht, die Position des Gegenübers zu übernehmen, um festzustellen, was taucht eigentlich meine Position. Und er ist also hier sogar auf eine Formulierung gekommen, wie man sie dann später, auf den will ich ja noch eingehen, auf Soen Chaco und andere, die dann von Brian Victoria in dem bekannten Buch über die Kriegsbeteiligung von Zen-Mönchen kritisiert wurden, was dann von denen aufgegriffen wurde. Auch schon bei Takuan und dem Samurai, den er lehrte, ne, findet man immer wieder solche Ausdrücke wie kann, wenn es keinen Selbst gibt, wie kann dann eigentlich einen anderen töten? Und genau das bietet natürlich die Chance zum Missbrauch. Und deshalb kommt Zhuhong selbst darauf, dass das ursprüngliche Sutra nur für den Bodhisattva, der im Tempel lebt, für den Ordinierten geschrieben ist und nicht den Laien, Beamten und dem Volk, zum Beispiel die Rache, also die Vergeltung, verbietet. Der Zhuhong, das kann man ihm auch vorwerfen, hat seine Philosophie so ausgelegt, dass er sozusagen nicht mit dem Staat aneckte. Er hat sie so verfasst, dass dem die Möglichkeit blieb, zum Beispiel sein Volk zu schützen mit Gewalt. Er hat aber gesagt, für uns Mönche, für uns Ordinierte gelten solche Überlegungen nicht, dass da letztlich kein Selbst ist und niemand tötet und niemand getötet wird. Wir müssen uns streng daran halten, gar nicht zu töten. Über diesen Umweg, ne, das ist auch wie Dogen, ne, unterschieden hat in Laien und Mönche, und wie auch schon Theravada-Buddhismus mit den unterschiedlichen Verhaltensregeln, hat er das Problem umgangen. So. Ich glaube, ich hatte noch ein Beispiel, wie er sich immer wieder selbst in Frage stellt. Zhuhong interpretiert das Gebot,
keine Waffen zu besitzen, ne? Darum geht es hier auch noch, dass man keine Waffen besitzen darf. Also wie gesagt, alles mit Bezug auf die Vorschriften im Brahmanetz-Sutra. So, dass es in diesem Falle für ordinierte wie Laien gilt. Man solle keine Waffen lagern. Herrscher allerdings könnten mit und für die bewaffneten Soldaten zur Verteidigung der Nation natürlich welche bereithalten. Zivilisten sollten das nicht tun. Und was das Jagen angeht, sagt Zhu Hong streng, dass weder Buddhisten noch Nicht-Buddhisten, weder das gemeine Volk noch die Adligen ein Tier töten sollten. Dann geht er auf ein Beispiel ein von den Chan-Meistern Deshan und Shigong. Deshans Stab und Shigongs Bogen. Verstoßen sie etwa nicht gegen das Gebot? Und in diesem Frage- und Antwortspiel, das er mit sich selbst betreibt, gibt er die Antwort: Deshans Stab ist gesegnet, er erhält Leben. Und Shigongs Bogen ist himmlisch, er verhindert den Tod. Wie könnten sie Waffen sein? Doch die in der buddhistischen Gemeinschaft, die ohne deren Vervollkommnung sind, oder die außerhalb der buddhistischen Sangha, die mit hohlen Köpfen studieren und blind und gewalttätig mit einem Stab zuschlagen oder verwirrt den Bogen erheben, die reden irrtümlich über Weisheit und können hier nur ein Vergehen verüben. Also hier macht Junji Zhu Hong Folgendes. Er sagt, dass die beiden Deshan und Qigong so erwacht waren, dass sie diese Mittel, diese gewaltsamen Mittel, die er eigentlich verurteilt, einsetzen durften. Aber er sagte, es sei falsch, sie nachzuahmen. Das heißt, er unterstellt im Grunde, dass niemand in der gleichen Situation sein kann. Das ist natürlich etwas inkonsequent, denn warum sollte nicht ein weiterer Deshan oder Qigong geboren werden, der mit derselben tiefen Einsicht zu diesen gewaltsamen Mitteln greift? Gemeint sind Schulungsmittel im Linji, ne? die dem Junji zu harsch waren. Der Junji, der war eher ein Pazifist. Also was wir hier haben, ist zwei ganz unterschiedliche Ansätze von zwei Linien Außenseitern, die aber trotzdem zu hohem Ansehen im Zen oder Chan gelangt sind, die beide große Moralisten waren auf ihre Art, ne? Aber auch, wie man sehen kann, an den Realitäten scheitern mussten. Das heißt, auch sie haben versucht, sich entweder mit dem Staat gemein zu machen, indem sie Ausnahmen gestatteten, moralische Ausnahmen für Herrscher, für Soldaten, oder eben in Laientum und Ordinierte unterteilten, oder indem sie sich gar nicht einmischten und sich da ganz raushielten. Man kann also auf,
auf beide Weisen offensichtlich scheitern. Und deshalb ist die Frage nach wie vor nicht zu klären, was der bessere Weg ist, sondern die bessere Ansicht wahrscheinlich ist, von allem etwas wahr, dass es eine plötzliche tiefe Erkenntnis gibt, dass davon ein weitreichender biografischer Wandel ausgehen kann, der bis ans Ende eurer Tage reicht, aber auch, dass es auf diesem Weg immer wieder Scheitern gibt, dass man sich immer wieder neu aufraffen muss und erinnern muss an dieses Ereignis, dass man das immer wieder verwirklicht oder erweist oder wie auch immer man das nennen will. Und auch, dass eine Praxis, bei der man sich raushält oder nur sitzt und glaubt, dass er alles verwirklicht, nicht den moralischen Ansprüchen des Buddhismus genügen muss. Genauso wenig wie wenn man sich mit den Herrschern gemein macht. Okay.